Der Weg einer Veröffentlichung, also die Zeit zwischen dem Einreichen und letztendlich der veröffentlichten Publikation, ist besonders spannend in der Wissenschaft, weil man sich immer die Frage stellt, ist es so schon gut genug? Wie viel Arbeit stecke ich noch rein? Was kann ich noch verbessern, sodass am Ende das Bestmöglichste dabei rauskommt? In meiner Forschung gehe ich der Frage nach, wie die Blockchain-Technologie im E-Business eingesetzt werden kann und untersuche das anhand der Aktivitäten in verschiedenen Wertschöpfungsketten. Die Blockchain-Technologie kennen die meisten anhand von Kryptowährungen wie beispielsweise Bitcoin oder Ether, und die Blockchain ist die Technologie, die dahinter liegt. Ein Trend ist zum Beispiel, dass man digitale Kleidung für Avatare im Metaverse wie beispielsweise Decentraland mittels Non-Fungible Tokens transaktionieren kann. In meiner Schulzeit habe ich schon an einer Spezialschule für Mathe, Naturwissenschaften und Informatik verbracht. Wir haben dort schon sehr viel über das wissenschaftliche Arbeiten gelernt, also beispielsweise, wie man Forschungsfragen aufstellt. Im Bachelor habe ich dann Wirtschaftsinformatik an der DHBW Stuttgart studiert, habe dort auch meinen ersten Mentor gefunden, war mein Betreuer der Bachelorarbeit. Er hat mir einfach viele Sachen erklärt, die ja in der wissenschaftlichen Karriere von Bedeutung sind, was einfach sehr wichtig ist, wenn man nicht aus einer Akademikerfamilie kommt. Also klar hatte ich eine Vorstellung, was eine Doktorarbeit ist, aber allein die Begriffe Promotion, Dissertation, Disputation, darüber hatte ich einfach gar keine Ahnung in meiner Bachelorzeit, und es war wichtig für mich, so jemanden zu finden. Wichtige Eigenschaften für eine Promotion sind meiner Meinung nach die Neugierde, Dinge genauer ergründen zu wollen, und man sollte natürlich auch eine gewisse Freude am Schreiben und am Lesen haben, weil das einfach einen sehr großen Teil der Arbeit einnimmt. Außerdem wichtig, dass man eine Selbstdisziplin mitbringt, weil einfach im Uni-Alltag man noch viele andere Aufgaben hat, neben Vorlesungen, der Betreuung von Abschlussarbeiten, sodass die Doktorarbeit eben oft das ist, was keine Deadline hat. Als Frau in der Wirtschaftsinformatik ist man außerdem oft in der Unterzahl, und auch in der heutigen Zeit muss man leider immer noch einigen Menschen beweisen, dass man seinen Platz als Frau in diesem Gebiet verdient hat. Wenn für euch eine wissenschaftliche Karriere eine Option ist, sprecht Promovierende an, stellt die Fragen, die ihr auf dem Herzen habt, und dann tretet in Kontakt mit Professorinnen, Professoren und versucht einfach als Zivine an einem Lehrstuhl zu arbeiten, um einen ersten Eindruck zu bekommen, dort weitere Kontakte zu knüpfen und mehr darüber zu erfahren.